So, einen schönen guten Tag. Der Blaue Kanal heute für euch in Chemnitz bei der Friedensdemo von der MdB-Frau Caroline Bachmann. Der Herr Hampel ist da, der Herr Nico Köhler ist da, der Sammlungsleiter ist der Ulrich Öhme aus Chemnitz. Ganz weit hinter mir, könnt ihr sehen, ich zeig's euch mal kurz, das sind die Linken, die wieder mal eine Gegendemo veranstalten und auch auf ihren Fahnen stehen haben, nie wieder Krieg. Und dennoch gibt es das als Gegendemo. Für mich völlig unverständlich. Ich werde euch jetzt hier einige Impressionen zeigen, auch heute wieder. Ihr habt ja gemerkt oder gesehen, ich war in Dresden, ich war in Berlin, heute in Chemnitz. Und hier sind einige Bilder für euch. Den könnt ihr heute Abend trinken. Hunde sind nicht erlaubt, außer es handelt sich um Blindenhunde. Und natürlich ist den Weisungen der Ordner und auch der Polizei Folge zu leisten. Ja. Damit eröffne ich unsere Kundgebung und damit wir uns etwas einstimmen können, habe ich euch ein schönes Lied herausgesucht. Mein Gebet, mich und die Kameraden hat der letzte Sturm aus Richtung Westen angeweht. Im Morgengrauen rücken wir dann vor auf einen Feind, der nie der meine war. Und die Geschütze bellten dazu wie im Chor, als ich die ersten Männer fallen sah. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Wenn du den Frieden willst, musst für den Krieg dich rüsten. Wie oft schon hat man das gesagt? Nur ein paar Arschlöcher mit ihren Machtgelüsten haben längst den ersten Schritt gewagt. Unser Bataillon ist längst schon aufgerieben. Blut und Kotze stinkt der Wald. Wir wären wir lieber zu Hause geblieben, denn unser Grab ist feucht und kalt. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Noch nie in meinem Leben war ich Pazifist, aber jetzt bin ich verdammt nah dran. Weil der Krieg, den ihr wolltet, gar nicht meiner ist, aber ihr bereichert euch daran. Wie die Schachfiguren schiebt ihr uns hin und her und alle am Hurra geschrien. Und zu Hause bleiben wieder mal die Bäuche leer, denn nach Osten wollen wir ziehen. Links, zwei, drei, vier, es wird eine Heldentat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Aber nicht nach eurem Plan. Diese Nacht werde ich mich in die Berge schlagen, als wieder Partisan. Meine Stimme soll nun meine Waffe sein, und Patronen habe ich genug. Jeden Abend lade ich im Kerzenschein und lege an auf den Betrug. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst starb die Wahrheit und dann die Vernunft, doch jetzt stirbt der Verrat. Thank you.
nochmal ins Feld zu schicken, wird die Heimat nicht bedroht. Mit euren Seilschaften könnt ihr euch gern selber ficken, denn ich bleib Patriot. Wenn ihr meint, ihr müsst euch an die Lümmeln spielen, für Einfluss, Öl und Geld, ihr werdet sehen, ich bin nur einer von ganz vielen, der nicht mehr zu euch hält. Links, 2, 3, 4, es wird eine große Tat. Es lebe die Wahrheit und auch die Vernunft und es lebe der Soldat. Eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Links, 2, 3, 4, es wird eine Heldentat. Es lebe die Wahrheit und auch die Vernunft und dann verreckt auch kein Soldat. Ja, liebe Freunde, wir haben den Termin so gelegt. Wir feiern morgen, wir gedenken morgen an die Opfer. Wie ihr im Video sehen konntet, ist auch der Herr Jürg Orban mit vor Ort, Sebastian Wippel. Der Opfer des Bombenterrors auf Chemnitz am 5. Januar bis 11. Januar 1945. Und das sind 78 Jahre her. Damals sind insgesamt 10 Staffeln mit über 2800 Flugzeugen haben Chemnitz angegriffen. Es sind 7700 Tonnen Bomben abgeworfen worden. Und in der Stadt sind 80% der Innenstadt war zerstört. Es sind 177 Fabriken zerstört worden. Allein in der ersten Nacht hat es tausende Tote gegeben. Und schon, wenn wir an dieses Datum denken, ist es wichtig, dass wir uns heute hier versammeln, denn Europa steht wieder vor der großen Gefahr, dass wir in einen Krieg hineingezogen werden. Ihr habt gerade das Lied gehört von Esteban Cortez. Ich habe ihn das erste Mal gehört vor 3 Wochen auf der Montagsdemo. Ich kann euch zu ihm leider nicht viel erzählen, aber zu unserem ersten Redner kann ich euch etwas sagen. Es wird Nico Köhler sein. Er ist unser Kreisvorsitzender der AfD, er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Stadtratsfraktion. Er ist Vater von 3 Kindern. Er liegt weit über dem Limit. Ich übergebe dir, lieber Nico, das Wort. So, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr trotz des kalten Wetters den Weg zu uns gefunden habt. Aus einem, sage ich mal, Anlass, der tief in der Vergangenheit liegt, 78 Jahre und gleichzeitig, wie der Uli ja schon gesagt hat, in einen Bereich geht, der auch Chemnitz, sage ich mal, betreffen kann, was passiert. Als erstes muss man natürlich sagen, ich habe das, wer das dort hinten gesehen hat, es wurde ja angekündigt, dass dort sich sozusagen Gegendemonstranten positionieren. Da gab es gestern einen großen Aufruf der Grünen, sozusagen uns diesen Platz nicht zu überlassen. Liebe Grüne, geht bitte zu eurem Bernhard Herrmann, geht zu euren Entscheidern. Genau die sind es, die Waffenlieferungen in die Ukraine gefordert haben als Erste und durchgesetzt haben. Also dreht euch um und geht zu eurer eigenen Partei und redet denen mal richtig in den Hintern. Ich habe dann, weiß gar nicht, wo der Uli, irgendwo sind Flyer da, die kann man euch dann mal geben. Wir haben uns natürlich im Kreisverband Gedanken gemacht. Was können wir aus Chemnitz heraus tun, um ein Signal zu setzen? Ein Signal, wie man sich positioniert. Positioniert für Frieden. Wie man sich zur Waffenlieferung positioniert. Und ihr seht es ja an unseren Anhänger. Es kann nicht das Ziel sein, dass wir Geschütze, Waffen und Munition liefern in ein anderes Land,
um dort für Frieden zu sorgen. Nein, unsere Aufgabe muss es sein, Diplomatie zu fordern, dass diese endlich umgesetzt wird, dass in dem Gebiet Ruhe einkehrt. Eine Ruhe, dass die Leute müssen an den Verhandlungstisch und müssen dafür sorgen, dass man sich über dieses Gebiet unterhält und zu einer Lösung kommt. Das muss das Ziel sein. Ihr werdet auch den Flyer, ich denke mal, wird dann irgendwann mal die Runde machen hier, nehmt den gerne mit, verteilt den auch in Nachbarbriefkästen. Und ist auch eine Petition drin, die man unterzeichnen sollte, die nach Berlin gehen soll, dass sich dort in Berlin dafür eingesetzt wird, dass genau das passiert, dass wir Diplomatie fordern. Das sollte unser Ziel sein. Uli hat ja schon gesagt, bin ja gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender der Fraktion hier im Chemnitzer Rathaus unserer AfD. Und wir haben uns natürlich auch als Stadtratsfraktion Gedanken gemacht. Wir haben uns Gedanken gemacht, was kann man noch tun? Und wir haben einen Sonderstadtrat beantragt, genau mit diesem Inhalt, dass ein klares Bekenntnis der Stadt, des OBs, Richtung Berlin geht, um genau das nochmal zu unterstützen. Aber ich muss euch sagen, es wurde abgelehnt. Es wurde abgelehnt, weil festgestellt wurde, Chemnitz wäre nicht betroffen. Also ich weiß ja nicht, ob der Entscheider, unser OB Schulze und seine Angestellten, Bürgermeister, blind sich durch die Stadt bewegen. Chemnitz ist betroffen. Chemnitz ist betroffen. Wie viele ukrainische Fahrzeuge sehen wir in unserer Stadt? Wie viele? Also sind wir betroffen. Wir sind betroffen, weil genau dieses Herauszögern und, sage ich mal, das Fluchtverhalten hier in Chemnitz aufschlägt. Es betrifft unser Steuergeld. Also wir müssen mit unserem Geld dafür sorgen, dass die Menschen hier ein Dach über dem Kopf haben. Und das ist doch die Frage, da ist eine Betroffenheit da. Wir müssen das Signal setzen. Das Signal muss sein, Frieden durch Diplomatie, dass die Menschen wieder umkehren können. Zurück in ihre Länder, das muss das Ziel sein. So, ich würde das natürlich, wollte euch die zwei Sachen sozusagen mal berichten. Würde, ich weiß nicht, muss ich jetzt nochmal an dich übergeben, Uli, wenn ich den nächsten Redner aufrufe, oder willst du das gerne machen? Ich dachte, du hast die Flyer besorgt in der Zwischenzeit. Aber das mache ich jetzt. Ich verteile es gleich bei euch. Viel Spaß noch bei unseren weiteren Rednern. Danke. Ja, die sind im Auto. Die Flyer. So, unser nächster Redner ist ein Sachse, geboren in Meißen. Er hat Wasserbau studiert, später Umweltschutz und Raumplanung, dazu noch als Zusatzstudium absolviert. Er ist seit 2013 in der AfD, ist Gründungsmitglied des Landesverbandes Sachsen. Er ist seit 2018 der Landesvorsitzende und der Fraktionsvorsitzende der Landtagsfraktion. Er ist Vater dreier Kinder. Stimmt? Ja? Ja, okay. Begrüßt gemeinsam mit mir den zukünftigen Ministerpräsidenten Sachsens, Jörg Urban. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Liebe Freunde, und ich sage das jetzt auf Demos immer, liebe Mitstreiter für den Frieden, weil genau das sind wir. Krieg, das ist Unheil im größten Maßstabe. Das wusste schon der englische Philosoph Jeremy Bentham. Und genau so ist es. Im Krieg leiden die einfachen Menschen. Im Krieg sterben die einfachen Menschen. Krieg ist niemals heroisch oder edel. Krieg ist immer hässlich und grausam. Krieg, das sind eben Mütter, die um ihre Söhne weinen müssen. Frauen, die um ihre gefallenen Männer weinen müssen. Krieg, das bedeutet zerstörte Städte, zerstörte Häuser. Das bedeutet zerschossene Schulbusse, vergewaltigte Frauen. Oder eben auch
Kinder, die in Trümmern sitzen, neben ihrer toten Mutter. Genau so sieht Krieg aus. Und zwar auf beiden Seiten der Front. Denn das Leiden, der Schmerz und der Tod, der unterscheidet eben nicht, ob man auf der vermeintlich richtigen Seite steht oder auf der vermeintlich falschen. Was Krieg bedeutet, das hat auch die Stadt Chemnitz leidvoll erfahren müssen in den letzten Monaten des Weltkrieges. Die Angriffswellen der britisch-amerikanisch-kanadischen Bomberflotten sollten inzwischen weitgehend von militärischen Zielen entbunden deutschen Städte, darunter Chemnitz, zerstören, bis kein Stein mehr auf dem anderen steht. Das war das ausgegebene Ziel des Bomberadmirals Harris. Harris, wirklich, wir hatten dabei zerstörte Städte nochmals zu zerstören, denn jetzt galt es, gegen Ruinenstädte zu wirken, in denen sich Menschen in Kellern verkrochen hatten. Zitat Ende. Allein beim großen Angriff am 5. März 1945 luden 720 britische Bomber 1100 Tonnen Bomben ab. 75% der Innenstadt, ein Drittel der gesamten Stadtfläche versanken in Schutt und Asche. Tausende tote Zivilisten fielen dem Angriff zum Opfer. Nie wieder Krieg, schworen sich damals sehr viele Menschen in ganz vielen Städten in ganz Deutschland. Und heute, 78 Jahre danach, haben wir wieder einen großen Krieg in Europa. Rund 2000 Kilometer östlich von hier tobt ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Ein Krieg, in dem inzwischen Hunderttausende Menschen ihr Leben verloren haben. Und zwar nicht nur Soldaten, sondern Soldaten und Zivilisten. Ein Krieg, der auch uns Deutsche nicht kalt lässt. Der neueste Sicherheitsreport vom Allensberginstitut sagt, 85% der Deutschen haben Angst vor diesem Krieg. 63% befürchten, Deutschland könnte in diesen militärischen Konflikt hineingezogen werden. Und 47% der Befragten fühlen sich durch Waffenlieferungen an die Ukraine persönlich bedroht. Doch was tut unsere Bundesregierung angesichts dieser Sorgen der deutschen Bürger? Sie heizt den Krieg an durch die Lieferung von Waffen, von Munition, von Raketen, durch die Ausbildung ukrainischer Soldaten hier in Deutschland. Und nun sollen deutsche Leopard 1 und 2 dort wieder rollen gegen Russland, wo vor 78 Jahren Tiger 1, Tiger 2 und Panther gegen Russland gerollt sind. Es ist inzwischen eine völlig neue Eskalationsstufe erreicht. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, unsere strunzendumme Außenministerin Baerbock erklärt auf einer Konferenz in einem Nebensatz Russland den Krieg. CDU-Chef Friedrich Merz will jetzt über Jahrzehnte eine Sicherheitspolitik nur noch gegen Russland und nicht mehr mit Russland machen. Russland betrachtet die NATO inzwischen nicht mehr als Gegner, sondern als Feind. Ja, sind denn die da oben in Berlin völlig wahnsinnig geworden? Eine deutsche Regierung, die nach zwei für unser Land verheerenden Weltkriegen wieder in einen Krieg gegen Russland ziehen will. Sie handelt nicht zum Wohle unseres Landes und unseres Volkes. Diese Regierung sollte besser heute als morgen zurücktreten. Besonders perfide und besonders verlogen sind für mich dabei jene Politiker und Journalisten, die behaupten, mit immer mehr Waffen könnte man Frieden schaffen. Allen voran die Grünen, noch im Bundestagswahlkampf 2021 plakatierten sie, viele werden es noch wissen, keine Waffen in Kriegsgebiete. Und nur ein halbes Jahr später schreien grüne Politiker wie besessen nach immer mehr Waffen für einen Krieg, der schon Hunderttausende Tote gefordert hat. Die Grünen, diese angeblich
richtigen Pazifisten. Das sind Menschen, die haben hier in Deutschland den Dienst an der Waffe verweigert, weil sie es mit ihrem Gewissen angeblich nicht vereinbaren konnten. Und heute wollen sie Raketen, Panzer, Granaten in die Ukraine schicken, damit sich dort andere Leute gegenseitig töten. Die Grünen sind die mit Abstand verlogenste Partei in Deutschland. Die Grünen sind nicht die einzigen an dieser Kriegstreiber Ostfront, sage ich mal. Schulter an Schulter mit der FDP, mit der CDU, mit der kriegsgeilen Waffenlobbyisten Strack-Zimmermann oder mit dem BlackRock-Lobbyisten Merz schreien sie alle nach Waffen und Krieg. Ihr kennt sicherlich alle den Weltkriegsroman Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque. Der Autor dieses Romans, von ihm stammt ein Zitat, was auf unsere heutige Zeit sehr gut zutrifft. Er sagt: Ich dachte immer, alle Menschen wären gegen den Krieg, bis ich feststellte, es gibt welche, die für den Krieg sind. Nämlich die, die nicht hingehen müssen. Und genau so ist es. Waffen nach Waffen und Kampf schreien heute die, die sicher in ihren warmen Amtsstuben sitzen, in Parlamenten oder in Medienredaktionen. Sie alle rufen nach Krieg. Liebe Freunde, wir können uns sicher sein, dieser Krieg in der Ukraine, er wäre sofort zu Ende, wenn diese Politiker, diese Journalisten mit der Waffe in der Hand selber an die Front müssten. Liebe Freunde, liebe Mitstreiter für den Frieden, es gibt für uns heute drei wichtige Gründe, drei tragende Gründe, dieser Kriegstreiberei uns entgegenzustellen. Der erste Grund: Das Leben der Menschen ist immer wichtiger als das Machtstreben Einzelner. In der Ukraine, in diesem Krieg, der als Bürgerkrieg schon 2014 begonnen hat, sind inzwischen mehr als 200.000 Menschen umgekommen, Soldaten und Zivilisten. Und dieses gegenseitige Morden wird erst dann aufhören, wenn beide Seiten dieses Krieges bereit sind, sich vorbehaltlos, ohne Vorbedingungen zusammenzusetzen und zu verhandeln. Durch die Parteinahme Deutschlands, wir haben uns ja auf eine Seite dieses Krieges gestellt, und mit dieser Parteinahme, die übrigens überhaupt nicht notwendig war, wir haben keine Bündnisverpflichtung gegenüber der Ukraine, die Ukraine ist nicht mal Teil der EU. Durch diese Parteinahme haben wir natürlich null Möglichkeiten, jetzt Einfluss auf Moskau zu nehmen. Wir können nur hoffen, dass andere Länder, neutrale Länder wie Indien, wie China, wie Brasilien versuchen, Moskau zu bewegen, zu verhandeln. Allerdings, Deutschland hat natürlich nur dadurch, dass es der Hauptfinanzier nach den USA, der Hauptfinanzier der Ukraine ist, großen Einfluss auf die Kiewer Regierung. Es müsste nur die Milliarden an Unterstützung für die Zelensky-Regierung energisch mit der Forderung nach Verhandlungen verknüpfen. Wir sagen kein deutsches Steuergeld nach Kiew, solange Kiew nicht bereit ist zu verhandeln. Der zweite wichtige Grund, und das klang ja heute schon an, das ist der soziale und wirtschaftliche Abstieg unseres eigenen Landes. Deutschland hat innerhalb des letzten Jahres mehr als 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Menschen, die vor dem Krieg fliehen und Menschen, Männer, die vor dem Kriegsdienst fliehen. Auch das ist ja die Wahrheit. Diese Menschen müssen versorgt werden, sie müssen medizinische Betreuung erhalten, sie müssen untergebracht werden auf einem Wohnungsmarkt, der ohnehin schon überheizt ist. Ihre Kinder brauchen Kita-Plätze, Schulausbildung. Und diese zusätzlichen Belastungen, die treffen die deutschen Kommunen, die treffen die deutschen Landkreise und sie zerstören über kurz oder lang unsere Sozialsysteme, die ja ohnehin schon durch die Masseneinwanderung an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gebracht worden sind. Bei einem Friedensschluss in der Ukraine könnten alle diese Menschen sofort wieder in ihre Heimat zurückkehren. Es sind aber nicht nur die Belastungen durch diese über 1 Million Flüchtlinge.
auch die feindselige, muss man ja sagen, Sanktions- und Embargo-Politik gegen Russland ruiniert den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die dank dieser Embargo-Politik gegen russisches Gas und russisches Erdöl massiv in die Höhe geschossenen Energiepreise haben viele deutsche Privathaushalte in die Armut getrieben. Sie führen auch zu Produktionseinstellungen deutscher Betriebe oder zu Produktionsverlagerungen ins Ausland, die eben nicht eine solche Embargo-Politik machen. Die deutsche Sanktionspolitik, die deutsche Embargo-Politik hat übrigens bis heute, über all die Jahre seit 2014, null Einfluss auf die Politik Russlands gegenüber der Ukraine gehabt. Null. Das Einzige, was diese Politik bewirkt hat, ist der massive wirtschaftliche und soziale Schaden in Deutschland. Und auch deshalb brauchen wir wieder normale Beziehungen zu Russland. Wir sind nicht bereit, das Wohl unserer eigenen Wirtschaft, das Wohl unserer eigenen Bürger für die geopolitischen Interessen Amerikas zu opfern. Und der dritte Grund, Diplomatie und Frieden einzufordern, für mich persönlich der wichtigste Grund, ist die wachsende reale Gefahr eines Atomkrieges auf europäischem Boden. Russland hat weltweit die meisten Nuklearwaffen. Und schon heute erklären russische Politiker in Talkshows, dass man bereit sein wird, diese Waffen einzusetzen, wenn der Bestand der Russischen Föderation gefährdet ist. Es sind aber nicht nur die Russen, die, stellen wir uns vor, die Ukraine wird mit deutschen Panzern versuchen, die Krim zurückerobern. Ist es dann schon so weit, dass Russland zu Nuklearwaffen greift? Ich weiß es nicht. Ich befürchte es allerdings. Aber es sind nicht nur die Russen, für die ein atomarer Krieg ein denkbares Szenario ist. Die US-Militärdoktrin sieht dezidiert begrenzte Atomkriege vor. Und damit meint sie natürlich nicht begrenzte Atomkriege in Nordamerika. Aber einen begrenzten Atomkrieg in der Ukraine, in Osteuropa, das ist für die US-Militärstrategen real vorstellbar. Und Deutschland bliebe von so einem Szenario nicht verschont. Denn wir wissen alle ganz genau, in Deutschland lagern amerikanische Atomwaffen. Und zwar ist das die geografisch nächste Stationierung von amerikanischen Atomwaffen zur Ukraine oder zu Russland. Wir würden von so einem Konflikt nicht verschont werden und selbstverständlich haben wir daran null Interesse. Liebe Freunde, dieses Atomkriegsszenario ist für mich tatsächlich eine Riesengefahr. Es ist etwas, was ich mir selber und ihr auch euch noch vor ein paar Jahren nicht hättet vorstellen können. Das Unvorstellbare ist leider wieder vorstellbar geworden. Und was das heißt, das wissen wir alle, weil uns in der DDR hat man mit diesem Szenario tatsächlich noch gewarnt vor Krieg. Es heißt, dass Millionen Menschenleben ausgelöscht werden, dass ganze Regionen unbewohnbar werden in einem Atomkrieg. So weit darf es niemals kommen. Die Mehrheit der Deutschen möchte diese Kriegsbeteiligung nicht. Die Mehrheit der Deutschen möchte keine Panzer und Flugzeuge nach Russland liefern. Die Mehrheit der Deutschen möchte endlich Friedensverhandlungen. Und für diese Mehrheit sprechen wir. Für diese Mehrheit demonstrieren wir hier. Wir wollen keine Bundesregierung, die unser Land wirtschaftlich ruiniert. Wir wollen keine Bundesregierung, die sich in einen Krieg mit Russland treiben lässt. Entweder diese Bundesregierung kehrt endlich zu Frieden und Diplomatie zurück, oder wir werden hier in Chemnitz und in vielen, vielen anderen deutschen Städten dafür sorgen, dass diese Bundesregierung zurücktreten muss, denn wir sind der Souverän, wir sind das Volk, wir werden das nicht dulden. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr den Mut habt, für den Frieden zu kämpfen. Vielen Dank, dass ihr unser Land vor einer Kriegsbeteiligung schützen wollt.
Ja, vielen Dank, Jürgen Oberhahn, für deine tolle Rede. Ich habe jetzt die Ehre, eine junge Mutter anzukündigen. Sie kommt aus Mittelsachsen. Sie hat 2021 im Bundestagswahlkampf der Veronika Bellmann das Direktmandat abgeluchst mit überwältigender Mehrheit. Sie ist Investmentfondskauffrau und im Bundestag jetzt in den Ausschüssen Wohn- und Stadtentwicklung und sie ist stellvertretend im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Begrüßt gemeinsam mit mir Caroline Bachmann.
jedes Jahr, meine ich, organisiert. Und ich freue mich vor allem, dass ihr heute hier seid und ein Zeichen setzt für Frieden, für Freiheit. Und wir hätten sicherlich auch was anderes machen können heute, aber ihr seid heute hier, weil wir stehen für das höchste Gut ein und das ist der Frieden. Und das ist bitter notwendig und mit den Erfahrungen im Nacken, mit den Erfahrungen von eben aus dem Zweiten und aus dem Ersten Weltkrieg stehen wir hier und ich denke, wir können ganz stolz mit geradem Rücken, ohne uns vor den Kindern da hinten oder von sonst irgendjemandem schämen zu müssen, sagen, wir wollen Frieden und wir wollen nie wieder Krieg. Und es ist, ich bin ja nun seit anderthalb Jahren im Bundestag und es ist tatsächlich bitter notwendig, ganz klar zu sagen, nein zu diesen deutschen Waffenlieferungen und nein zu der deutschen Kriegsbeteiligung in der Ukraine. Das deutsche Volk möchte das nicht. Und dann möchte ich ganz gern, weil das habe ich hier auch versprochen, dem Nico und dem Uli etwas berichten, ein bisschen aus diesem Irrenhaus im Bundestag. Ich nenne das ganz gern Irrenhaus, weil das fühlt sich so an, als würde in der Sitzungswoche das Irrenhaus am Montag aufgeschlossen werden. Und dann kommen die alle im Bundestag nach Berlin und Freitag dürfen die dann wieder zurück. So fühlt sich das teilweise an. Und ich bitte vielleicht diese etwas zynische Sache zu entschuldigen, aber es fühlt sich echt so an. Wir haben, genau, und die dürfen das nicht sein, aber gut, wollen wir es nicht schlimmer machen, als es ist. Ich will ganz kurz, einige von euch verfolgen ja ganz fleißig unsere Kanäle und auch die Regierungserklärung vielleicht. Am Mittwoch war es wieder soweit und der Kanzler Olaf Scholz hat seine Regierungserklärung abgegeben. Und es ist ehrlich gesagt sehr, sehr schwer auszuhalten, sich dorthin zu setzen und diesen Irrsinn sich anzuhören, wie er dort seinesgleichen einschwört. Und ehrlich, klasse. Und ehrlich, unterm Strich hat er eigentlich nur, also nicht, dass wir hier Probleme in Deutschland hätten, ne? Also offensichtlich haben wir keine, weil unterm Strich hat er eigentlich nur gesagt, also erstens, wir müssen die Ukraine im Krieg verteidigen und zweitens, macht euch keine Sorgen, weil die Gasspeicher sind voll. Okay, also das war wirklich das unterm Strich, was der gesagt hat und das ist wirklich schlimm und ich möchte, weiß nicht, wie es in der Zeit ist, aber ich möchte ganz gern noch ein bisschen daraus zitieren, weil das ist wichtig, dass wir verstehen, wie er und wie diese Regierung denkt und dann ist auch logisch, was die hier machen. Scholz sprach in der Regierungserklärung am Mittwoch, was er in dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland verteidigt. Er sprach von der europäischen Friedensordnung, von zivilisatorischen Errungenschaften und von seinem Bekenntnis zu Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaatlichkeit. Und Scholz sprach davon, dass Deutschland als bevölkerungsreichster und wirtschaftlich stärkster Staat in Europa eine ganz besondere Verantwortung für die Ukraine hat. Das ist der Oberhammer, das hat er wirklich am Mittwoch auch gesagt. Und es bleibt einfach zu hinterfragen, was er eigentlich in der Ukraine verteidigt. Ich möchte noch ein Verständnis von Scholz mitgeben. Scholz sagt nämlich, also wir fordern ja keine Waffen, keine Waffenlieferungen. Aber Scholz versteht das alles ganz anders. Er sagt, man schafft auch keinen Frieden, wenn man nie wieder Krieg ruft. Das ist also eine direkte Antwort auf unsere Forderungen. Und er fordert zugleich, Waffenlieferungen eben an die Ukraine zu liefern. So, ich will das jetzt hier mal abkürzen, aber er sagte dann noch, und das muss ich einfach mitteilen, weil es macht den Eindruck, als wären wir im Krieg, was er da sagt. Er hat dort wirklich seine Truppe eingeschworen und er sagt dann, unser nie wieder Krieg bedeutet, dass sie Putins Imperialismus nicht durchsetzen darf. Nur dann werden die zivilisatorischen Errungenschaften Bestand haben, auf die auch unser Frieden baut. Das ist das, was Scholz will. Die wollen auf jeden Fall mit aller Härte Russland besiegen. Das ist völlig irre. Aber das hat ja Jörg auch vorhin schon ausgeführt und ich möchte das ganz kurz mal einbinden, weil das, was jetzt hier aus allen Löchern kriecht, nämlich die
diese Kriegsgeilheit und diese offensichtliche Deutschlandhass dieser Regierung, das spüren wir ja auch schon länger. Normalerweise müssten wir 70 Jahre nach dem Krieg, ihr habt alle Deutschland wieder aufgebaut, ja? Ihr, unsere Eltern, unsere Großeltern. Denen ist es zu verdanken, dass wir überhaupt hier stehen mit dieser Wirtschaftsleistung. Und eigentlich hätten wir als Volk eine Friedensdividende verdient. Was wir aber bekommen, ist eine Wohnungsnot in den Städten und eine Kriminalität durch diese elende, immer noch anhaltende Masseneinwanderung. Ja, wir haben... Man muss sich das mal vorstellen, wir haben in den Jahren 2015 bis 20 rund 10 Millionen Menschen nach Deutschland hier gezogen. Sind auch welche rausgegangen, aber es sind 10 Millionen reingegangen. Wir haben mittlerweile 84 Millionen Menschen im eigenen Land, so viel wie nie zuvor. Und von den 84 Millionen sind 13 Millionen Ausländer, also ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Das ist unfassbar. So. Und alle diese Menschen, das hat der Jörg auch schon gesagt, die brauchen ja hier Versorgung, die brauchen eine Wohnung und das bekommen sie ja von uns auch. Und die Städte platzen aus allen Nähten und das liegt einfach daran, dass die Grenzen auch immer noch offen sind. Und unser Land und unsere Kultur, die verändert sich leider, das merken wir. Und ich sehe diese Situation, dass die Grenzen offen sind und dass hier 10 Millionen in den letzten Jahren reingekommen sind. Ich sehe das als Angriff auf unser deutsches Volk. Und daher ist es notwendig und daher ist es wichtig, dass wir in den Parlamenten kämpfen, dass wir mit euch zusammen kämpfen. Es ist wichtig, dass wir das deutsche Volk schützen und es ist wichtig, dass wir endlich diese erbärmlichen Grenzen schließen, die Festung Europa aufbauen und hier alle abschieben, die hier nicht hergehören. Schulden auf
Generationen hier verteilt. Und deswegen, diese Regierung hat fertig, sie ist unfähig, sie muss weg. Und dann gibt es noch was. Ich bin nun wirklich kein Militär- und Bundeswehrexperte, überhaupt gar nicht. Ich will mich da auch in diese ganzen Dinge gar nicht groß einmischen. Aber ich habe vor einer Weile in Kontakt gestanden mit einem hochrangigen Vertreter und der hat mir dann gesagt, als ich fragte, was wünschen Sie sich denn eigentlich tatsächlich von der Regierung? Da hat er gesagt, das ist ganz einfach. Ich wünsche mir, dass die Regierung mal sagt, was sie mit der Bundeswehr in Deutschland eigentlich vorhat. Und das ist echt erschreckend, wenn das ein hochrangiger Bundeswehrvertreter sagt. Und es ist ja so, dass Deutschland mit dieser heruntergewirtschafteten Bundeswehr ja überhaupt nicht in der Lage ist, dieses Land noch zu verteidigen. Das heißt, wir provozieren ja auf der einen Seite einen Krieg, wir haben aber die Situation, dass unsere Bundeswehr im schlimmsten Fall aller Fälle uns überhaupt gar nicht verteidigen könnte. Und das ist das Resultat dieser und vor allem auch der letzten Regierungen. Das ist eine riesengroße Sauerei, was hier gemacht wird. Und deswegen müssen die weg. Man kann einem Volk so eine Gefahr nicht antun. So, dann vielleicht noch was, weil ich war jetzt die ganze Woche in Berlin in diesem Irrenhaus und bin froh, dass ich hier sein darf jetzt, ja. Aber diese Woche war wieder mal, sie hatte fast den Boden ausgeschlagen. Wir haben erlebt, dass auf allen Ebenen, egal ob in den Ausschüssen, in dem ganzen Ablauf vom Bundestag, diese Regierung, die tritt auch die Geschäftsordnung und damit die Regeln, wie der Bundestag zusammenkommt, mit Füßen. Es ist denen einfach egal. Wir haben es, und das müssen Sie wissen, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die quasi das, was da hinten steht, ja auch finanzieren, die ja sagen, wir wollen eine Anarchie, also wir wollen irgendwas so ohne Regeln, ja. Und das merkt man auch dort, also CDU, SPD, die Grünen, also die CDU hilft uns ja immer noch, aber die Grünen und die SPD und die FDP, denen sind die Regeln egal, denen ist egal, in welchem Regelwerk wir leben und was auch unsere Gesellschaft groß und stark gemacht hat. Die wollen das alles abschaffen, die treten das mit Füßen und diese Ampelblockparteien, die nutzen auch bewusst ihre Mehrheit aus, die sie leider noch haben. Und das ist eine Gefahr, dass die eine Mehrheit haben und deswegen ist es so wichtig, dass hier demnächst ein Zeichen aus Sachsen und ja auch aus Thüringen rausgeht, dass die Bürger den Leuten zeigen, da oben in Berlin, dass diese Politik keinen Halt mehr hat und dass es bald zu Ende ist, dass die hier auch nicht mehr regieren können. Denn am Reichstag steht oben dran dem deutschen Volke. Wer aber so agiert wie diese Stümper, die agieren nicht im Interesse des deutschen Volkes, und ich wiederhole es auch nochmal, sie greifen es aus meiner Sicht an. Diese Regierung ist eine Gefahr, eine ganz akute Gefahr für unser Land und sie muss weg. So, liebe Freunde, jetzt komme ich auch gleich zum Schluss. Ich will noch mal kurz Revue passieren lassen, warum wir heute hier stehen, in diesem kalten Chemnitz. Aber schön, es regnet nicht, wir sind immer mal dankbar. Wir stehen ja heute hier, es regnet doch, aber bei mir regnet es nicht, seht ihr? Also wir sind ja gleich fertig. Ja, wir gedenken jährlich in Chemnitz den Zerstörungen durch die alliierten Luftangriffe. Und es ist schon eigentlich bewundernswert, dass wir das in Chemnitz jedes Jahr tun. Und die Stadt Chemnitz hat das ja auch genannt, den Chemnitzer Friedenstag. Deswegen sind wir heute hier. Und ich möchte noch kurz was zitieren, das habe ich nämlich gefunden in Vorbereitung, als ich hier zu euch gekommen bin. Es gibt einen Artikel im Internet, als das alte Chemnitz im Bombenhagel starb. Das ist ein bisschen eine Conclusio aus dem Ganzen und ich will es nochmal uns mitgeben, weil das, ich habe ja gerade ausgeführt, was die Regierung macht und was sie für eine Gefahr ist. Und ich will nochmal kurz eine Bewertung von welchen geben, die das damals hier miterlebt haben. Ich zitiere: Am 5. März 1945 wurde Chemnitz kurz vor Kriegsende Opfer verheerender Bombenangriffe.
Tod und Zerstörung von Deutschland über andere Länder und Völker, also Tod und Zerstörung, die von Deutschland über andere Länder und Völker gebracht worden war, kehrte so auch nach Chemnitz zurück. Das ist eine Beurteilung von denen, die das wir damals erlebt haben. Man kann das mal so stehen lassen, ich will das auch nicht weiter ausführen, aber das kann passieren, wenn man Kriegstreiberei im Ausland betreibt, dann kriegt man irgendwann eins wieder auf die Mütze. Und deswegen wollen wir das nicht. Deswegen wollen wir die Waffenlieferungen nicht. Deswegen wollen wir Frieden, versteht das endlich. Und wir sagen es nochmal freundlich, wir wollen keinen Krieg. Wir wollen nicht, dass das deutsche Volk in eine Kriegsbeteiligung hineingerät. Wir wollen auch unsere Kinder dort nicht verheizen und unsere Männer. Wir wollen sie hier haben. Wir wollen Frieden und wir wollen statt Granaten einfach Diplomaten. Und das ist die Lösung und dafür stehen wir als AfD gemeinsam mit euch auch ein. Und ich bedanke mich recht herzlich. Und wir danken dir, liebe Caroline. Dankeschön. Ja, liebe Freunde, zum Abschluss möchte ich noch jemanden ankündigen, der einen langen Weg auf sich genommen hat. Er ist in Bielefeld 1957 geboren. Seine Eltern waren Kriegsflüchtlinge aus Königsberg und Breslau. Er übt einen Beruf aus, der bei uns als AfDler, oder er hat einen Beruf ausgeübt, der bei uns als AfDler nicht so anerkannt ist. Er kommt nicht, ist nämlich ein Medienschaffender. Er war Mitarbeiter beim Bonner Generalanzeiger, dann später bei Sat.1 und RTL Korrespondent, Auslandskorrespondent, hat unter anderem auch die 2+4 Gespräche auf der Krim miterlebt. Er war dann 1991 ist er in unser geliebtes Sachsen gekommen, war der Chefreporter des MDRs, des neu gegründeten MDRs. Und ab 1999 war unser Gast der Parlamentskorrespondent der ARD im Hauptstadtstudio Berlin. Er ist ein Gründungsmitglied der AfD, war Landesvorsitzender der AfD in Niedersachsen in der 19. Wahlperiode im Bundestag, mein Kollege und unser außenpolitischer Sprecher. Begrüßt mit mir Armin Paul Hampel. Und er hat drei Kinder. Vier. Im Norden sagt man Moin Chemnitz. Ich danke jedem Einzelnen von Ihnen aus tiefstem Herzen, dass Sie den Weg hier hingefunden haben bei einem etwas bescheidenen Wetter. Aber wenn wir ehrlich sind, an sich müssten hier doch Tausende stehen. Und es irritiert mich immer wieder, dass ich mich frage, wann wachen die Menschen in Deutschland eigentlich auf? Was muss noch geschehen, damit der deutsche Michel, mit Verlaub gesagt, den Arsch hochkriegt und auf die Straße geht gegen die Zustände, die wir in unserem Lande haben, liebe Freunde? Wenn man am 13. Februar in Dresden der Opfer gedenkt und jetzt in diesen Tagen in Chemnitz der Opfer des Bombenterrors des Zweiten Weltkrieges, dann sind das nur zwei stellvertretende Städte. Zwei Städte, die stellvertretend stehen. Für Berlin, für Köln, für München, für Stuttgart, für Hamburg, für Lübeck, für Hildesheim, für Paderborn und viele andere Städte in unserem Lande. Und es wurde eben zu Recht gesagt, die Botschaft nach 1945 war, die Toten des Krieges und die Ruinen der deutschen Städte mahnen zum Frieden und nicht zum Krieg. 70, 80 Jahre danach, ein Unding, dass überhaupt aus Deutschland solche Worte und solche Forderungen wieder ertönen können. Und liebe Freunde, Uli Höhm hat es gerade erwähnt, was vielen meiner neuen Kollegen, muss ich dazu sagen, heute in den Studios von ARD, ZDF und der
Zeitungsredaktion nicht gefällt. Ich war ein Zeitzeuge, ich war dabei damals, 1990, 91, als wir über die deutsche, 89, 90, als wir über die deutsche Einheit verhandelt haben. Ich habe damals Bundeskanzler Helmut Kohl mit nach Russland begleitet, nach Moskau und nach Stavropol, Mineralny Vody bei dieser berühmten Pressekonferenz dabei gewesen. Genauso wie damals von dem Weißen Haus mit Hans-Dietrich Genscher und James Baker, als sie im Rosengarten sagten, die NATO wird sich keinen Deut nach Osten erweitern. Und das war ein Wort, was Michail Gorbatschow gegeben hat. Und er hat darauf vertraut, naiv wie er war, und hat es geglaubt. Deswegen übrigens, die Russen danken Gorbatschow nicht. Wir haben ihm viel zu verdanken, aber ich kann die Russen teilweise verstehen. Übrigens, der amerikanische Außenminister James Baker stimmte dem damaligen deutschen Außenminister Hans-Dietrich Genscher ausdrücklich zu. Ja, noch viel mehr, im 2+4-Vertrag ist es vereinbart, dass, das gilt übrigens auch heute noch, dass die neuen Länder nicht unter den NATO-Statut fallen. Das heißt, keine NATO-Truppen dürfen in den neuen deutschen Bundesländern stationiert werden. Das gilt bis heute. Und deswegen gehörte auch ich zu den Journalisten und vielen anderen in der Politik, die gar nicht die Vorstellung hatten, dass über die ehemalige DDR hinaus sich die NATO nach Osten könnte erweitern. Das war kein Thema damals. Aber Genscher hat es zumindest angestimmt und James Baker hat ihm zugestimmt. Und mein Freund und leider verstorbene ehemalige NATO-Generalsekretär Manfred Wörner hat das nochmal explizit in Brüssel, damals im NATO-Hauptquartier, genauso ausgedrückt. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben einen Wortbruch begangen. Der Westen hat gegenüber Russland einen Wortbruch begangen. Und infolge ist ein Land der ehemaligen osteuropäischen Einflusszone der Sowjetunion rübergewandert in die NATO. Und von Anfang an hat Wladimir Putin dagegen protestiert und immer wieder mit großer Nachsicht es akzeptiert, aber zähneknirschend. Und immer wieder gesagt, dass es rote Grenzen gibt, die der Westen nicht akzeptieren wollte. Mit der Ukraine, liebe Freunde, war Schluss mit dieser Verständnispolitik in Russland. Und in diesem Punkte sage ich, und ich sage es ganz offen und ehrlich, dann bin ich auch ein Putin-Versteher, liebe Freunde. Der Krieg in der Ukraine begann nicht am 24. Februar 2022. Er begann 2014. Er begann damals als das, was übrigens auch deutsche Diplomaten, Frau Bachmann hat es erwähnt, dass deutsche Diplomaten ja an sich prädestiniert wären für eine Vermittlerrolle zwischen der Ukraine und Russland. Deutschland ist das Land im Westen Europas, was am ehesten die Russen versteht und mit den Russen verhandeln kann. Besser als die Franzosen und die Briten und andere. Also wäre unsere Rolle die Rolle dessen gewesen, was der große deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck einmal ausgedrückt hat, die ehrlichen Makler zu sein zwischen der Ukraine und Russland. Das wäre die traditionelle deutsche Rolle in diesem Konflikt gewesen. Und wir haben es in dem Minsker Abkommen mit deutscher diplomatischer Beteiligung, Herr Steinmeier war damals Außenminister, ja auch gespielt diese Rolle. Wir haben die ausgefüllt. Und Sie wissen genau, in diesem Minsker Abkommen stand drin, dass sich die Gebiete im Donbass, Donetsk und andere, Lugansk, dass sich diese Gebiete eine Autonomie geben können und möglichst unabhängig von Kiew ihre eigenen Dinge gestalten. Das ist Teil des Minsker Abkommens. Und Sie wissen genau, nicht die Russen, sondern der Westen hat das Minsker Abkommen verraten. Es war die Tinte nicht wert, und zwar einen Tag später schon, die Tinte nicht wert, auf der dieses Abkommen gedruckt worden ist. Und wenn Sie heute die mangelnde Diplomatie, Jörg Ullmann hat es erwähnt, ein Oppositionsführer Friedrich Merz, der ja vielleicht mal die Chance hätte, Bundeskanzler zu werden. Leider. Ein Oppositionsführer Friedrich Merz stellt sich die Tage in den Deutschen Bundestag am Mittwoch und sagt, nicht nur auf Jahre, sondern auf Jahrzehnte werden wir eine Politik gegen Russland machen. Wie hirnrissig, wie dumm, wie undiplomatisch, wie politisch unklug kann eigentlich ein Oppositionsführer sein, solche Worte im deutschen Parlament zu äußern. Das ist, wie heißt es schön neudeutsch, ein No-Go. Das darf man unter keinen Umständen, liebe Freunde, zulassen.
Und jetzt haben Sie ja mitbekommen, nein, ich will es mal anders sagen. Sie haben ja mitbekommen, dass vor knapp zweieinhalb Wochen, ein Artikel in den Vereinigten Staaten erschienen ist, von einem sehr bekannten Kollegen von mir, nämlich von Simon Hirsch. Ein Top-Journalist, kann ich Ihnen sagen, der zu den Leuten in den USA gehört, die höchste Anerkennung genießen. Pulitzer-Preisträger, er hat damals die Schandtaten von Milei aufgedeckt, Abu Ghraib hat er ebenfalls aufgedeckt und war auch in der Watergate-Affäre unterwegs mit Bernstein und Woodward. Also ein Urgestein des amerikanischen Journalismus. Und der hat den Amerikanern, aber natürlich auch uns Deutschen gesagt, das waren nicht die Russen, die sind nicht so blöd und blasen eine 10 Milliarden teure Pipeline in der Ostsee in die Luft, um sie hinterher wieder aufbauen zu wollen. Es waren die Amerikaner übrigens mit norwegischer Hilfe. Und plötzlich wurde dieser hochverehrte, hochgeschätzte Kollege, können Sie mal nachlesen, Stern, Spiegel, Zeit, Fatz, wie sie alle heißen, haben ihn noch vor ein, zwei Jahren hoch in den Himmel gelobt. Wie gesagt, als Urgestein amerikanischen Journalismus, der ist jetzt plötzlich ein Schwurbler, ein Verschwörungstheoretiker. Ich warte nur darauf, dass sie den armen Sein noch einen Nazi nennen. Das kommt dann wahrscheinlich noch später. Und diese Geschichte, das werden Sie gemerkt haben, hat in Deutschland in der Medienlandschaft ein Lüftchen erzeugt. Es hätte einen Sturm erzeugen müssen, wenn meine Kollegen heutzutage noch so arbeiten würden, wie wir es damals gemacht haben, Freunde. In meiner Zeit in den 80er, 90er Jahren, als ich all diese Dinge hautnah erleben durfte, gab es übrigens mal eine Umfrage, da hielten 75% der deutschen Fernsehzuschauer den damaligen Tagesschausprecher Köpke für den Regierungssprecher. So ein Vertrauen hatte die deutsche Bevölkerung in die Tagesschau. Wir haben früher immer gesagt, die alte, gute Tagesschau. Die Tagesschau ist alt, da gebe ich zu, aber gut ist sie nicht mehr, liebe Freunde. Und ZDF heute können Sie den gleichen Kasten gleich dazu packen. Ein Trauerspiel, was in den deutschen Medien heute stattfindet. Ein Meinungsjournalismus, wie ich ihn nie zuvor auch nur erahnt hätte, dass der in Deutschland möglich ist. Und ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Uli Oehmatz erwähnt, ich habe beim Bonner Generalanzeiger, also ein lokales Blatt in Bonn, angefangen als rasender Lokalreporter. Aber ich wollte lernen, wie eine Zeitung gemacht wird und habe deswegen ein 4- oder 6-wöchiges Praktikum bei der Welt absolviert. Und zwar in der Druckerabteilung. Ich wollte wissen, wie entsteht eine Zeitung. Und der damalige Chef dieser Abteilung in den ersten Tagen sagte mir, also da ist das Titelblatt, das wird so und so aufgebaut. Da kommt ein Bild hin und in die Mitte kommt der wichtigste Bericht des Tages. In der Regel ein Dreizeiler, große Überschrift, etwas kleiner die Unterschrift. Und dann kommt der Artikel, die Berichterstattung. Hier, Herr Hampel, auf der rechten Seite haben wir den Kommentar. Damit der Leser aber auch mitbekommt, dass es sich um eine Meinungsäußerung handelt, setzen wir diesen Kommentar nochmal in einen Kasten. Damit der Leser versteht, dass es eine Meinungsäußerung ist. Unabhängig von dem Bericht, der in der Mitte steht. Liebe Freunde, den Kasten können Sie sich heute sparen. Der mittlere Artikel ist reiner Meinungsjournalismus und hat nichts mehr mit seriöser und objektiver Berichterstattung zu tun. Und nur weil das so ist, weil es keinen kritischen Journalismus in Deutschland von wenigen Ausnahmen abgesehen mehr gibt, kann die Regierung so agieren, wie Frau Bachmann und Jörg Ober das gerade geschildert haben. Nur deshalb ist es überhaupt möglich, diesen Wahnsinn, den wir jetzt seit Monaten erleben, mitzumachen. Und durchzuziehen und erfolgreich zu gestalten, in Ihrem Sinne erfolgreich, versteht sich. Ohne eine deutsche Medienlandschaft wie früher, nein, wie heute, wäre das nicht möglich. Und ich erinnere an, und das war bestimmt nicht mein politischer Freund, aber er war ein großartiger Journalist, nämlich der Gründer des Spiegels, Günter Augstein. Der hat mal gesagt, der Spiegel ist das Maschinengewehr der Demokratie. Liebe Freunde, das ist heute noch eine Erbsenpistole, ein Luftballon, ein Pustefix, aber kein Journalismus mehr. Und weil das so ist, ist die Politik in der Lage, Dinge zu entscheiden. Denken Sie an Corona und andere Maßnahmen, wie wir sie in den vergangenen Jahren erlebt haben. Nur deshalb, weil es keine kritische Meinungsäußerung mehr gibt oder zugelassen wird. Das ist das eine. Und das andere, jetzt erleben Sie plötzlich eine Reduzierung, ein Wegfall
deutschen politischen Einflusses, wie auch das habe ich nicht für möglich gehalten, nie zuvor möglich war. Ich war mit Helmut Kohl in Washington, da sagte der amerikanische Präsident George Bush, Helmut, we are partners in leadership. Wir sind Partner in der Führung. Und er meinte das so übrigens damals. Genauso wie der damalige Außenminister James Baker, dem die Deutschen viel zu verdanken haben und der es gut mit uns gemeint hat. Können Sie sich heute vorstellen, als ein Opa Biden sich mit dem kleinen Olaf Scholz hinstellt und sagt, wir sind Partners in Leadership? Gelächter, weltweit, Gelächter. So, das ist aber traurig, denn das ist der deutsche Bundeskanzler, liebe Freunde. Da gibt es keinen roten Teppich mehr. Gestern ist Herr Scholz durchs Hintertürchen ins Weiße Haus gehuscht. Da wird keine große Begrüßung mehr gemacht. Und interessanterweise gab es auch keine Pressekonferenz, wie das sonst immer üblich ist. Es gab nur dieses einstündige Gespräch. Ich kann Ihnen sagen, warum. Weil Herr Biden wie Herr Scholz Angst davor hatten, von der immer noch kernigen US-Presse, die besser ist als unsere in manchen Teilen, gefragt zu werden, wer hatte nun Nord Stream 2 in die Luft geblasen? Dieser Frage wollten sie sich entziehen. Und es ging auch nicht um eine Abstimmung in Sachen Ukraine und weitere Finanzierung und welche Lieferung heute und welche Lieferung morgen. Ich kann Ihnen sagen, worauf Herr Scholz eingestimmt wurde. Auf den eigentlichen Gegner der Vereinigten Staaten. Russland ist kein wirtschaftliches Schwergewicht. Russland hat viele Ressourcen, aber spielt wirtschaftlich für die USA keine große Rolle. Ein anderes großes Land ist schon längst in den Fokus Washingtons geraten. Und deswegen, meine Damen und Herren, gibt es den Konflikt in der Ukraine überhaupt. Man muss die Russen beschäftigt halten. Und man muss die Russen möglichst an vielen ihrer Grenzen, und wenn Ihnen das mal aufgefallen ist, unlängst hat es in Zentralasien gebrodelt, gab es große Demonstrationen. Plötzlich sind Turkmenistan und Tadschikistan sich nicht mehr freuen. In Aserbaidschan und Armenien haben sie vor 2 Jahren erlebt, den Konflikt, der da stattgefunden hat. Man zündet an den Grenzen Russlands, um Russland ununterbrochen beschäftigt zu halten. Und man zielt auf den viel größeren, viel einflussreicheren und mächtigeren Partner, auf China. Das ist das Ziel der Vereinigten Staaten. Und gestern, liebe Freunde, wurde Olaf Scholz von Joe Biden darauf eingeschworen, diesen Kurs mitzugehen. Denn Sie haben vielleicht interessanterweise gehört, dass unmittelbar danach aus Peking ein Bekenntnis kam zu der guten Zusammenarbeit mit der Europäischen Union und mit Deutschland. Die Chinesen wissen, was sie tun und sie wissen vor allen Dingen, welche Gegner sie haben. Aber, und es wurde hier schon mehrfach angesprochen, Jürgen Urban hat es in eindrucksvollen Worten, wie ich finde, geschildert, das alles bringt uns einem Weltkonflikt näher. Nicht nur der Ukraine-Krieg berührt uns, sondern das, was daraus werden kann. Und wir wissen, wer einmal anfängt zu zündeln, der kann schnell die Kontrolle über das Feuer verlieren. Und deswegen stehen wir hier in der Tat nicht nur als Deutsche, die sich bedroht fühlen. Ich sage immer, die Amerikaner haben eine Badewanne von knapp 3000 nautischen Meilen zwischen sich und Europa. Das ist schon ein schönes Sicherheitspolster. Bei uns ist es eine Flugstunde und dann sind wir in der Ukraine, liebe Freunde. Und übrigens für die Raketen geht dieser Zeitraum noch viel kürzer. Da sind es nur Sekunden und Minuten. Und deswegen sind wir Deutschen vielleicht sensibilisiert. Deswegen stehen wir an einem Tag der Zerstörung Chemnitzes hier, wenn wir wissen, und wir Jungen, die das von den Alten noch erfahren haben, die unmittelbar die Kriegserlebnisse uns schildern konnten, ahnen vielleicht, wie furchtbar ein kriegerischer Konflikt für das alte Europa vor allen Dingen sein kann. Und vor dieser Gefahr wollen wir Deutschland und wollen wir den europäischen Kontinent, weil wir wollen ja im Grunde genommen auch die Ukraine beschützen. Denn sie sind nur Kanonenfutter, liebe Freunde. Für die Ukrainer interessiert sich in Amerika kein Schwein. Die wissen nicht mal, wo das liegt. Vertrauen Sie drauf. Fragen Sie mal in New York oder Washington jemand, wo die Ukraine liegt. Der hat den Namen von dem Land wahrscheinlich noch nie gehört. So, wir sind die Betroffenen. Wir sind unmittelbar in Gefahr. Europa ist in Gefahr. Dieses alte Europa, was im vergangenen Jahrhundert 2 furchtbare Kriege über sich hat ergehen lassen müssen. Die Lehre daraus lautet, nachdem wir es über Jahrhunderte bis mit den Franzosen und jetzt über Jahrzehnte mit den anderen Nachbarn immer wieder kriegerisch versucht haben, dann haben wir doch gemerkt, Europa hat das alles nichts gebracht. Das hat uns nur zum Nachteil gereicht. Und deswegen haben wir in Europa die Lektion aus 100 Jahren des Konfliktes verstanden und vielen 100 Jahren, wie wir davor mit Frankreich im Krieg lagen. Und deswegen geht die Botschaft von Deutschland vielleicht als wichtigstes Land aus. Wir haben verstanden, was Frieden heißt. Wir haben verstanden, was Frieden schaffen heißt. Und deswegen hatten wir Politiker in den Zeiten des Kalten Krieges
die trotz der Bedrohung in Ost und West es geschafft haben, es friedlich zu halten. Ein Helmut Schmidt, lieber Freund, würde sich heute im Grabe umdrehen, wenn er die Politik dieser Regierung hören würde. Er würde Nein rufen, an Willy Brandt genauso, an Egon Bahr, an Kurt-Georg Kiesinger und wie sie alle heißen. Selbst ein Franz Josef Strauß würde sagen, sind ja denn verrückt geworden, was er in Berlin dort anrichtet. Und würde wahrscheinlich den Freistaat Bayern sofort aus der Bundesrepublik rausholen und in die Alpenrepublik integrieren, wahrscheinlich. Liebe Freunde, deswegen stehen wir hier und deswegen müssen wir auch hier stehen. Ob wir wenige sind oder viele. Jörg Urban hat es erwähnt und die Zahlen stimmen. Die Mehrheit der Deutschen, und das übrigens ist der Einzige, der es ein bisschen riecht, ist der Bundeskanzler Olaf Scholz. Deswegen wackelt er immer so. Die große Mehrheit seiner Sozis, aber auch die Mehrheit aller Deutschen, will diesen Krieg nicht. Dieser Krieg wird von der Mehrheit der Deutschen und von der großen Mehrheit abgelehnt. Und wir plädieren für Friedensverhandlungen. Fragen Sie, wem Sie wollen. Die werden immer sagen, Frieden ist besser als Schießen. Und wenn ich das Helmut Schmidt ausgedrückt, lieber 100 Minuten reden als einmal schießen. Völlig richtig. Und deswegen stehen wir hier, weil wenn diese diplomatische Lösung, Diplomaten statt Granaten, ist ein flotter Spruch, aber es stimmt ja. Verhandeln, damit die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine schnellstmöglich beendet werden, dass sich Europa wieder auf das konzentriert, was wir ahnen, viel wichtiger ist als alle Konflikte. Dieses Europa droht gerade in den Wirren all dieser Konflikte unterzugehen. Und mit ihm Deutschland. Wenn Deutschland fällt, ist Europa knapp die Hälfte wert, sagte mal einer. Das stimmt. Wir sind als Erste aufgerufen, dagegen aufzustehen. Und das tun wir heute. Hier an einem solchen Datum in Chemnitz, besser kann man es nicht treffen. Die Toten und die Ruinen des Zweiten Weltkrieges mahnen zu diesem Friedenswillen, den wir haben und den wir hier demonstrieren. Ich danke Ihnen. Jörg und Caroline und Nico, kommt ihr bitte nochmal hier hoch, denn wir gehen nicht auseinander ohne das Lied der Deutschen zu singen. Ich bedanke mich nochmal bei euch vier, dass ihr heute hier wart. Du mit deiner langen Reise, du vom Parteitag in Erzgebirge und du aus Mittelsachsen, aus Freiberg. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende und beende hiermit diese Veranstaltung. Glück auf! Und auch ich bedanke mich recht herzlich bei euch da draußen, die ihr zugeschaut habt, die ihr vielleicht mein Video sogar geteilt habt, um mich bei meiner Arbeit zu unterstützen. Eins ist jedoch klar, wir sind für den Frieden gegen Waffenlieferungen. Ganz gleich in welche Richtung. Bleibt standhaft, behaltet euren Mut. Ich bin der Blaue Kanal, Grüße aus Chemnitz und ein schönes Wochenende.